mitten in Elektro, volle Ladung Action. Hier richtig übel bei Daisy. Was war das für eine letzte Episode? Herzinfarkt pur, während davor in der Episode gar nichts gelaufen ist, so wirklich. Aber jetzt, alter Schwede. So, okay. Pass auf, wir haben hier wen getötet noch in der letzten Folge. Mit dem Feuerlöscher wollte er uns umbringen und andere sind auch draufgegangen. Lass mal die Leiche kurz botten, der hat nämlich auch eine Knarre dabei. Ja, eine Dings hat er dabei. Sporter, Leute, ne? Auf der Firestation der Zipfel sind, mit, der ist down. Spieler, ne? Noch immer noch nicht vergessen, bitte. Das so nein, krass, nein, das war der doch. So hinter dir. War der das? Ja, der hat auch den Feuerlöscher dabei. Ja, und ich weiß nicht, ob ich eure Aufmerksamkeit habe, ja, aber hier oben ist ein Spieler mit einer Nahkampfwaffe. Okay, das bedeutet, wir müssen... Du bist oben auf dem Sniperberg. Aber ich Major, jetzt hoch. Wir sind mega im Nachteil, wenn wir von unten nach oben laufen. Ich komme aber hoch, Major, mit der Schrotflinte. Ja, ich renne auch hier. Ich habe ihn leider verloren. Ich weiß nicht genau, der ist hier rumgerannt. Wahrscheinlich runter. Der ist wahrscheinlich jetzt am Eingang der Stadt. Keine Ahnung. Richtung Tscherno oder Richtung... Nee, hier. Direkt da ja, Schüsse auf warte, mich. Warte, ich hör, wen der redet. Wer ist das? Ja, ich höre Schüsse. Ah, fuck. Der hat einen AKM. Der Lukas crawlt gerade hier. Hab ich auch dreimal komm mal ins Haus gesagt, rein kurz. Komm mal kurz ins Haus. Ja, ich bin auf dem Weg, aber... Tut echt leid, stimmt. Absolut. Dennis. Nee, ich hol mir den jetzt. Ich weiß nicht, wo Schüsse herkam. Ja, genau. Renn einfach alleine drauf los, ohne irgendwas zu sagen. Nee, mach das nicht. Der hat eine AKM. Warte, ich bring's nicht. Ich hab auch eine AK. Ich hab leider nur noch 5 Schuss. Ja, wo bist du denn? Ich war doch gerade noch bei dir, du Vogel. Oh, da wird geschossen. Ja, das ist auf mich, auf mich. Nee. Alter, es ist so übel. Lock den noch ein bisschen. Ich hab halt auch immer Angst, dass ich mit dem Charakter sterbe, weil dann, ja, wie gesagt, erstmal Pause ist. Und jetzt gerade ist wieder so geil. Der Truck kommt zurück. Nee. Okay, wo treffen wir uns, Freunde? Curry, du bist der Master of Disaster heute. Im Krankenhaus? Ja, hier sind alle überall. Ich bin gerade bei dem Krankenhaus. Ja, ich bin direkt hier vor dem, ne? Oh, my feet are sore. Der wird gleich das Feuer auf mich eröffnen. Ich glaube, lange werde ich nicht mehr leben. Scheiße, Mann. Dann bin ich hier richtig scheiße gebunkert. Ich muss rausrennen. Will jemand seinen Loot wieder haben? Oh, Alter. Fuck. Oh, fuck! Wer ist auf dem Sniper-Hügel? Ist da jemand? Passt auf. Das sind zwei. Einer kam noch von hinten. Das heißt, direkt am Ausgang bei Elektro, unten, hoch zum Sniperberg, da sind zwei. Okay, dann bin ich direkt in der Nähe. Die haben mich noch nicht gesehen. Einen habe ich gehittet. Dennis, jetzt habe ich wieder Angst, dass ich dich treffe. Nicht herkommen, ich hole mir die. Ja, einer hat einen blauen Rucksack. Ja, ich kann doch nicht hier im Gebüsch hängen. Wenn du da dir einen Kampf lieferst. Nee, Balle bleibt defensiv. Okay. Ich hänge einen Berger vom Sniper-Hügel. Einer ist tot. Einer hat den grünen Rucksack, richtig? Nee, einer hat den blauen Rucksack. Keine Ahnung, ob der... Ich hab nur einen gesehen. Das sind mehrere, aber zwei Stück, ja. Okay. Meine Munition ist leer, ich muss nachladen. Ich höre das Auto. Ist immer noch da. Ja. Okay, hier bin ich übelst beschissen irgendwie. Hier bin ich so schneller. Weitere Schüsse? Ich hab keine Muni, fuck you, Mann. Wer feuert? Ja, das war ich. Ich hab jemanden direkt angeschossen. Aber ich habe keine Schüsse mehr. Am Leute, wir müssen Haus, uns irgendwie gottverdammt sammeln. Voll equippter Typ, Leute. Ah, ich sehe das rote Haus von hier. Aber ich habe den Sniperberg im Rücken und ich weiß nicht, okay, wie ich drauf. Davon Alter, noch Schüsse. Ich bin tot. Ja, super Idee, Dennis. Okay, dann machen wir uns hier vom Acker. Fuck. Was war das denn? Der dreht sich um, gegen den Headshot. Ja. Boah, hab ich mich erschrocken. Hey, ich verstehe das nicht. Ich habe den Typ abgeschossen, der hat voll geblutet und jetzt läuft er einfach weiter ohne weiter. Leute, lasst uns irgendwie treffen. Zumindest was die noch das leben. Denn? Ja, Treffen ist gerade ganz scheiße. Ja, Walle muss da raus jetzt. Ich bin im Supermarkt. Du kannst nichts machen. Walle, ich renne jetzt geh da mit Curry irgendwo hin. Alter. Irgendwie abhauen Richtung Norden oder so. Aber einen habe ich von denen erwischt. Ich hau jetzt ab. Ja, super. Walle, warte, ich komm zu dir. Pass auf, ich renn zu dieser Scheune nördlich von Dings. Meine Füße sind auch im Arsch. Ja, waren gegen Ende zu viel einfach. Es ist zu viel einfach. Ich von bin froh, dass ich den Charakter da lebend rauskriege, ohne Scheiß. Das waren ja zwei sogar Major, wie gesagt. Von hinten kam da noch einer, ne? Also. Ja, da waren, glaube ich, wir haben jetzt gerade gefightet mit 8 Leuten oder so. Das war also zwei habe ich mitgenommen. Ja, zwei habe ich auch mitgenommen. Sehr gut, Jungs. Und den einen haben wir auch erledigt. Den mit dem Feuerlöscher. Hätte ich gerade noch mehr Muni gehabt, dann hätte ich den Typen auch geholt. Aber einen habe ich aber auch noch mitgenommen. Ich habe den zweimal in den Kopf geschossen. 5 haben wir auch schon gekillt. Ja, das war... Ja, und bitte nicht wundern wegen dem defensiven Gameplay, ganz ehrlich. Das muss Supermarkt. Sein. Ich komm weiter, renn weiter. Wir treffen uns an dem Bauernhof, ja, den kennst weiter du. Weiter wohin? Zu diesem Bauernhof, ja. Da treffen wir uns, das ist ein guter Problem Spot. Problem ist immer, wenn jemand die Führung hat, Leute, dann muss man auch das machen, was er sagt. Weil das war ja auch trotzdem, wenn wir 5 Leute geholt haben,
spielst du durcheinander auch. Ja, teilweise. Völlig wieder. Das war eine Katastrophe, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass man da lebt. Aber ich wollte jetzt auch kein Risiko gehen, weil, ganz ehrlich, wir müssen halt ein bisschen, muss ich ein bisschen passiv spielen. Wenn ich jetzt einfach rausgerannt und hätte einen auf Revolverhelden gemacht. Ja, einfach Elektro. Dort in den Arm zu rennen, ist ja auch Quatsch, eine Walle. Nur das war auch jetzt mit der Absprache von Dennis und mir eine Katastrophe. Dennis rennt einfach rein und sagt, ja, ich mach die mal. Eben, ja, weil ich die, ich bin nach den Schüssen gegangen, weil ich die Position von ihm hatte. Ja, aber dann sag, müssen wir da uns trotzdem kommunikativ verhalten. Weil sonst geht das immer in die Hose. Ja, ich bin wieder in Elektro. Ich wusste auch die Hälfte der Zeit nie, wo ihr seid, ob ich jetzt euch anschieße. Das war am Anfang wieder voll ein Problem der letzten Folge, wo ich mich wusste, ist das jetzt Bronze oder nicht. Das ist echt, wir müssen uns eine einheitliche Klamotte anziehen, Freunde. Aber das mit dem Dings, mit dem Sniperberg Major, da war ich schon voll auf dem Weg, ne? Und als du erschossen wurdest, war ich auch direkt da, so weißt du. Aber dann kamst du direkt neben mir runtergerollt, so weißt du. Ja, ich hab das. Das war nur eine Sache von 30 Sekunden halt, ne? Das ist das gar nicht, das ist doch Elektro hier. Ich hab nur leider gar nichts mehr. Also ich hab eine Waffe, ne? Aber ohne Muni. Alter, das ist so scheiße, dieses Gefühl. Vor allen Dingen, wenn du dich dann an jemanden ranschleichst und weißt, du hast nur 5 Schuss, weißt du, jeder Schuss muss da sitzen. Obwohl ich 2 in den Kopf geschossen habe, ist er nicht umgefallen. That's doch, strange. Ich bin Elektro, ich höre den Truck. Ah. Okay, ich bin hier. Alter, hinter den Kisten. Ja. Ich bin thirsty. Da wird wieder geschossen. Sogar. Wie kann ich denn meinen Fuß, der angeschlagen ist, irgendwie reparieren? Ich weiß es nicht. Mit dem Splint. Alter, hier wird so krass geschossen. Oder du musst gucken, ne? Deine Schuhe sind wahrscheinlich gebreakt und dann brauchst du neue Schuhe halt, ne? Oh ja, die sind bestimmt im Arsch. Ja, die sind echt im Arsch. Haben wir hier Schuhe? Wie viel Schuss hast du noch? Wir haben noch ein paar. Im Magazin 10, 4 von 10 und ich kann das zweite Magazin SKS. Nachladen. Ja, SKS. Ich habe noch 14 über und 2 Magazine voll. Ja, das ich gesagt, gibst du mir deine Waffe und ich gehe nochmal da runter. Ich hole den Typen. Da kann ich nicht hingehen. 34 Schuss. Ja, ich kann dir die geben. Aber mein Fuß ist auch gebrochen. Warte mal gerade. Ich bin jetzt an dem Haus, ob ich hier Schuhe finde. Der Truck fährt die ganze Zeit hier auf. Gib dir meine, Mann. Hier ist ein Headshot. Ich laufe auf barfuß dahin. Nein, boah, Vorsicht, da hinten stehen noch welche. Alter, lass die an. Ich gebe dir jetzt die SKS. Ich komme mit dir. Ich helfe dir. Nee, Mann, du musst doch überleben. Ja, aber trotzdem, wir müssen auch ein bisschen... Wie willst du mir denn helfen, ohne Waffe? So, habe ich dir jetzt an die Boots? Irgendwie zeigt er mir gar nichts an. Ja, jetzt geht's. Lass die an, ja. Das ist scheiße dann. Okay, pass auf. Ich bin jetzt vor dem Hügel, wo ich drauf bin. Hier ist die SKS. Und ich gebe dir auch mein zweites Magazin. Und ich gebe dir auch mein... Ich bin ein Newbie. Ja, ist doch egal. Boah, Alter, ich bin dunkelrot. Erwischen, tust du das nicht. Was brauchst du? An Essen und ich brauche Essen und Trinken. Auf jeden Fall. Essen gebe ich dir mal jede Menge. Ja, ich bin im Nirgendwo. Dennis ist voll der Lacker, weißt du? Schon dreimal in Elektro gespawnt. Da wird geschossen, boah, Alter. Wie das abgeht. Da wird geschossen. Ja, ja. Ohne Scheiß, da war irgendwas links von uns. Hast du das ist alles in Elektro, Hügel, alles wo in ich Elektro. Abgeknallt wurde. Mann, das nervt so, weißt du? Da sind Typen und du weißt, du kannst nichts dagegen machen. Also jetzt habe ich natürlich keine Waffe mehr. Das ist natürlich auch. Ja, aber wir hören wieder. Curry und Walle, wenn ihr nichts machen könnt, dann bringt das auch nichts da reinzulaufen. Deswegen ist alles okay. Bleibt einfach da weg. Ich nehme einfach mal die Antibiotika, vielleicht. Da liegt meine Leiche. Ich gebe dir meine Waffe wieder. Die Waffe wieder. Bringt da nichts. Nein, das ist Majors Leiche. Ich bin bei Majors Leiche. Da sind schon wieder Schüsse gefallen, oder? Ich brauche noch viel mehr zu essen, ey. Warte, ich gebe dir super viel. Ich habe mich doch nur töten. Vorgesorgt. Also Nahrungsmittel habe ich, Alter. Wir brauchen nur trinken. Wir müssen irgendwie zum Brunnen kommen, Curry. Das ist erstmal Prio 1. Klar. Ich bin thirsty und nachher verdurstig. Ich habe dir hier voll viel Essen hingelegt. Ja, danke. Geht nicht. Antibiotics, ich hoffe, die helfen. Ich glaube, das mit dem war einfach nur der Schuh kaputt und deswegen ist mein Fuß so angeschlagen gewesen. Das ist ja geil, wusste ich gar nicht, dass sowas auch drin ist. Was ja, aber sonst benutzt nochmal ein Spint, ne? Alter Schwede, also die Folge von null auf jetzt. Die Flucht aus Elektro gerade, Alter. Vor allem später, der Truck hat ja mega genervt. Ich konnte nichts hören wegen dem Truck die ganze Zeit, weil der am Fahren und bei mir war es so laut. Ja, bei mir auch. Alter Schwede. Ich bin bei meiner anderen Leiche. Ich hab den sogar noch einem Reifen zerschossen, aber der ist aber einfach weitergefahren. Was nur deine? Also ich hab meine AKM wieder. Nimm die Mosin auch mit. Ich schwimme jetzt erstmal einen Typen, der ballert ganze Zeit auf den Sarazer. Ich kann jetzt von hinten holen. Hey, nee, der ballert nicht auf den Sarazer. Der ballert auf irgendjemanden. Guck mal, Dennis, warte mal, nicht immer voreilig werden. Ja, Alter, ich höre seine Schüsse, ich bin hinter ihm. Hol da doch die Mosin und hol doch die AKM auf die Hand, dann hast du 2 Waffen. Ich kann auch hinkommen, Major, dann kann ich die mitnehmen. Mach das bitte. Aber das Dumme ist halt, der Walle ist, der hat keine Waffe. Das ist. Aber meine Scheiße. AKM droppt immer sofort, also, Major. Also eigentlich dann nimmst du die mit F auf. Komm, Curry, wir ziehen los. Und dann F bleib halt ein bisschen zurück. Nicht, dass du dann stirbst, aber das Ding ist, wir brauchen erstmal was zu trinken. Gibt's hier einen Brunnen, einen Fluss, irgendwas in der Nähe? In Elektro können wir nicht am Brunnen trinken. Oh, ich habe nicht einen Spawn in Elektro. Erstmal, du brauchst auch trinken, mit Sicherheit, oder? Ja. Lass uns klug sein. Warte, hier müsste ein Fluss kommen, eigentlich.
Vorsicht, du Mensch, ich hab die hingelegt, spawn hinten. Mal hier. Ja, ja. Wenn du da einer in der Feuerwehrstation ist hingelegt, und spottet. Hier. Also ja, selbst wenn eine Leiche verschwindet. Zombie irgendwo. Wo genau seid ihr jetzt überhaupt? Wir sind hinter der Firestation bei der Fabrik. Noch weiter rein ins Land. Wir sind da bei diesem Bauernhof, den kennst du vielleicht. Alter Schwede, ey. Ich bin froh, dass du da eben rauskommst. Du bist auch in Elektro jetzt, oder was? Ich bin jetzt gerade in Elektro, ja. Soll ich jetzt nochmal reinlaufen in Elektro oder wo? Ja, Bronze, hier liegen die Leichen, da kannst du dir was nehmen. Komm bitte, Daisy Gott, gib Inspawn Elektro, bitte. Also du bist da, wo ich auch gestorben bin, Dennis, ja. Richtung Nordenausgang. Genau, ich habe einen getötet. Ja. Okay, gut, ich komme jetzt. Der hatte meine AKM, die habe ich mir zurückgeholt. Lass die Axt mal in der Hand gerade. Okay. Oder ne, komm, sonst bin ich zu langsam. Aber die Typen laufen irgendwo hier rum und das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ja, dann zieh dich irgendwo zurück oder so. Weißt du, sonst ist überall ein Fluss, aber wenn du dann mal einen brauchst. Ich kann mich auch nicht mehr umziehen. Ist der Server gerade off? Scheiße. Das wäre natürlich jetzt. Wir brauchen echt dringend was zu trinken. Ne, bei mir läuft's eigentlich bisher noch alles super. Aber hier müsste eigentlich gleich das Wasser anfangen. Was mich am meisten abfuckt, ist einfach immer die Performance, weil ich kann echt nicht so spielen. Alter, ich glaub, der ein See. Oh, glücklich. Das ist clever gewesen, dass wir uns erstmal hierhin jetzt zurückgezogen haben. So, ihr seid raus aus Elektro. Vorsicht, lass uns ein bisschen im Gebüsch eher was trinken, Alter. Wer weiß, wer jetzt hier auch in der Umgebung, da sind so viele Leute. Ja, ja. Bin hier gerade schon am Trinken. Oh, Schweine. Jungs, ihr seid raus aus Elektro, ne? Jo. Ich umgehe Elektro jetzt und komme zu euch. Wir sind ins Land reingelaufen, ne? Wo genau? Die Firestation-Fabrik, die Firestation bei der Fabrik. Da weiter ins Land, also dahinter. Da liegt also der nördlich. Hab ich da schon wieder Schüsse gehört? Hab die Fotze umgebracht, Entschuldigung. Boah. Ich hab den Typ mit dem blauen Rucksack umgebracht, der mich gekillt hat. Was hat denn der für eine Waffe dabei? Ich könnte mich eine gebrauchen, dringend. Da schießt einer, Dennis, wer ist denn das? Ich besorg dir jetzt eine Waffe, Mann. Warte, wir gehen jetzt da hin. Wir holen uns den Scheiß. Holen wir uns. Wiggle, Alter. Warte mal, Dennis, wo lagen denn die Leichen? Da, wo, der hat eine Mosin. Da, wo ihr auch lagt. Ich muss aber kurz mal... Wo Bronze erschossen wurde. Wieder fit werden. Auf den kleinen Hügel Dennis da, oder Bronze, ganz kurz mal dazwischen gelabert. Kann einer bitte Ich kann nichts aufheben. Eine Mosin aufheben, Moment. Den Longscope und die Munition rausnehmen. Lass uns jetzt mal ganz nicht kurz was anderes jetzt, Leute. Hört mal kurz zu. Hier ist noch jemand, der hier mit einer AKM rumschießt. Ja. Okay, das bedeutet, wir müssen den vielleicht von hinten hochnehmen. Ist der immer noch auf dem Sniper-Hügel oder was, der Typ? Also auf dem Hügel habe ich oder jetzt wieder einen ausgeschaltet. Mein Killer, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Boah, Zombie. Ach, fuck you, Alter. Mann. Aber einer ist noch hier, aber ich glaube, der ist sogar in der Stadt, wenn ich behaupten würde. Boah. Ja, es geht. Aber ja, der Truck fährt ja auch immer noch durch die Stadt, glaube ich. Ja, ja. Also hier liegen jetzt fünf Leichen, Leute. Ja, wir müssen jetzt ich muss gucken. Wir müssen jetzt los. Sonst sind die Leichen gleich weg. Okay, komm. Der hat nämlich versucht, den anderen wiederzubeleben. Hier ist auch noch eine SKS. Ja, wir gehen jetzt dahin. Alles raus tun. Ich kann nichts machen. Wenigstens. Ich kann weder was anziehen Moment, noch raus tun. Eine Sekunde. Doch, guck mal, das geht so. Du musst deine Waffe erstmal ablegen, dann die Waffe von ihm aufnehmen, auf deinen Charakter ziehen und dann die ablegen, deine Waffe wieder nehmen. So, ich nehme die wenigstens noch was mit. Ich will zum Beispiel. Du bist geschossen, Dennis, in der Stadt. Pass auf, ne? Leute, ruhig. Ich will zum Beispiel eine Sturmhaube nehmen. Geht nicht. Die Handschuhe nehmen, geht nicht. Nein, ich sag dir nur als Beispiel. Du musst deine Waffe ablegen, das mit der Waffe klappt aber. Deine Waffe. Ich hab das mit der Waffe schon probiert, geht nicht. Die Mosin liegt da, da muss jemand anderes hin. Bei mir spackt hier gerade alles rum. Ich werde auch drauf gehen, weil ich verdurste. Aber ich hier ist der See direkt dahinter, da können wir nicht hinführen. Passt auf, Leute, wie gesagt, in der Stadt wird voll geballert. Ja, ja. Also, fühlt euch jetzt nicht sicher oder so. Nee, und ich komme da mit einer Axt an. Nee, sicher ist was anderes. Bei DayZ Survivor. Ja. Ich bin der Axtmann, ich warte auf. du stirbst jetzt nicht. Weil wenn du stirbst, dann bin ich das schuld. Ja, nee. Du bist doch persönlich, weil du mir deine Waffe gegeben hast. Ja, siehst du mal. Ja, sammelt euch erstmal lieber. Ich habe noch eine Leiche gefunden. Alter, die haben drei, vier Leute. Hier liegen sechs Leichen inzwischen. Ja, ja klar. Zwei Stück plus ich, also plus Major und ich und dann wahrscheinlich noch welche. Aber mir geht's. Ich freue mich so, dass ich den Typen mit dem blauen Dings ausgeschaltet habe, ne? Ich bin jetzt unten an der Straße, Dennis. So fünfmal genau, gestorben irgendwie so. Gegen die Leichen. Aber immer wieder ein Elektro gespawnt, was du auch für ein Glück hast.
Bronze, du musst einfach zu den Hügeln, wo du gestorben bist. Und dann drumherum laufen, da findest du alles. Also hier kannst du nicht verfehlen. Hier liegt noch einer, Alter, was ist denn hier passiert? Aber alle wahrscheinlich schon gelootet. Oh, mal ganz kurz, Leute. An der Küste sind irgendwelche Idioten, die da Bambis abballern. Okay, die holen wir uns. Aber erstmal lasst uns echt irgendwie zusammenfinden und irgendwie... Jetzt müssen ja hier irgendwo die Leichen liegen. Das sind immer die Helden, ne? Die Bambis abballern. Und da liegt schon eine. Super. Ach, seid ihr jetzt auf dem Sniper-Hügel? Wo bist du, Curry? Ich hab dich... Oh ne, das ist nur eine Bank. Curry. Ja, ja, warte, rechts. Ja, warte mal kurz, ich muss erstmal die Walle gucken. Du bist da runter? Hier. Ah, ich sehe dich, okay. Ich habe ein weißes T-Shirt an, eine weiße Cappy. Und ich bin wie immer. Immer noch. Eine Leiche gefunden, aber ohne Waffe. Rechts schwarzer von dir. Rucksack. Geh mal auf den Hügel drauf. Rauf. Geh mal rauf. Ja, hast Rucksack du so einen Beanie-Hut auf, Dennis? Ja, ich mach QE. Ja, das bist du. Das ist der Dennis. Ja, ja. Wo seid ihr? Hier, unter dir. Komm jetzt. Boah, ich glaub's nicht. Ich bin ein Elektro. Zeig uns die Leichen, Alter. Ja. Hier, kommt mal mit. Also, hier liegt einer. Boah, ist super. Nimm mal seinen Rucksack. Ja, bei mir liegt hier gar keiner. Hier, bei mir liegt da auch einer. Nee, da liegt keiner. Doch, ich kann sogar seine SKS nehmen, die nehme ich auch. New Content, der liegt direkt vor mir. Aber ich kann irgendwie seine Waffe nicht nehmen. Wie geil, ich bin ein Elektro. Nee, der ist wahrscheinlich runtergerutscht, also bei mir liegt da niemand. Bei mir, ich kann seine Waffe aber auch nicht nehmen, irgendwie komischerweise. Ich kann auch seinen Rucksack nicht aufheben. Da rennen überall Zombies die ganze Zeit lang. Kommt nee, zu dir, Bronze? Das rum. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier oben auf dem Berg, aber irgendwie ist keiner von euch hier oben. Fuck, immer noch keine Waffe. Es bringt nichts, jetzt stehen zu bleiben, denn das ist gefährlich. Dort, wo Major gestorben ist, dort, da bist du doch, Dennis, oder nicht? Alter, fuck you. Ja, bin hier auf dem Hügel. Okay, Dennis, ich komme auch gleich dahin und dann brauche ich dringend eine Waffe. Da sind viele Zombies. Ja, einfach aufheben, hier liegt alles. Ja, hier liegt alles und es ist nicht aufhebbar, das ist das Problem. Ja, dann kann das ein anderer aufheben. Das bei mir liegt da ja nichts, das ist ja das Komische. Ich kann es auch nicht aufheben. Der Truck fährt immer noch rum, Leute. Könnt ihr nicht die Reifen zerschießen? Oh, Acker. Ja, das war der Dennis. Geschossen. Dennis, ist das. Das ist so auffällig. Ja, was soll ich machen? Einfach zu mir kommen, ich habe eine Axt. Ich habe nur keine andere Waffe. Okay, ich bin jetzt dabei. Scheiße, jetzt die Waffe nicht aufheben kann, ist wieder so ein blöder Bug, ey. Ich bin's. Okay, Bronze, pass auf, komm mal mit. Wir sind übelst zerpflückt. Hier unten liegen Leichen. Hier liegt einer, siehst du? Krass, ey. Den habe ich ausgeschaltet, der hat uns alle umgebracht. In der Stadt, Leute. Ja, da hat wer geschossen. Ja, ich hab's gesehen. Und AK in der Stadt, ich weiß, wo beide sind, die betteln sich gerade. Okay. Können wir den nehmen hier? Seht ihr? Okay. Die Mosin kann ich auch nicht nehmen. Warum? Warum kann ich die Mosin nicht nehmen, verdammt Axt? Keine Ahnung. Ja, kannst Mosin alles nicht nehmen. Kann ich du kannst bestimmt alles aufnehmen, weil das meine Waffe war. Die kann ich bestimmt aufheben. Kannst gar nicht Mosin halt habe ich rausgepackt. Die hatte ich auf dem Rucksack. Das war's nicht du, oder? Nein, nee, Leute, guck mal. Das ist ein Bug, dass man, wenn man einen tötet, einfach die Sachen nicht looten kann. Aber das klappt halt bei dem anderen und bei dem anderen klappt es wieder nicht. Okay. Was geht bei mir? Gibt's hier noch einen Fall Leichen? Schüsse von rechts. Komm mal hoch. Hört ihr das? Dennis, jemand von euch SKS-Munition? Ich hab das tatsächlich aufgehoben mit nach Zeit, irgendwie, was da lag. Es hat nur ewig gedauert, glaube ich. Okay, Dennis, führ mich mal bitte zu meiner Leiche. Wo bist du? Da sind viele Schüsse. Ich komm grad hoch auf den Sniper. Oh, scheiße, Mann. Ist mir das sehr unbehaglich. Erste, was ich gleich mache, ist den Truck ausschalten. Nein, ey, der fährt die ganze Zeit hier rum. 7 Schuss kann ich leider nichts machen, Major. Ich hab 7 Schuss. Ja, ja, klar. Ich habe noch ein 10er-Magazin für die SKS. Denk, wer ist hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Ich, dann gib drop das Magazin mal bitte. Das habe ich gerade tatsächlich eben aufgehoben. Hier. Ne. Was? Ich habe nichts. Wo liegt's? Das habe ich direkt da gelegt, wo ich lag. Den Typen da unten kann ich auch nicht looten. Also. Ah, hier, ich hab's. Ah, super, Alter. Ich bin jetzt auf dem Sniper. Wo seid ihr denn? Ja, das Gute ist, dass ihr jetzt alles habt. Ich habe gar nichts mehr. Ah, ich gebe dir die Waffe wieder. Ja, ist egal. Einfach, ich will die Waffe zum von dem nehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir mal Deckung, bitte, jemand. Sniper Hell bis zum Ende? Jetzt nicht looten, lieber Deckung geben, Dennis. Ich muss nachladen, wie soll ich... Die ich habe keine Waffe. Das Bayonett kann ich detachen? Ich kann es inspizieren, ich kann es aber nicht nehmen. Was soll das? Keine Ahnung. Alter, wo bist du? Die sind alle voll verbuggt, die ganzen Leichen. Und jetzt habe ich die Munition schon wieder, die ich dir gerade untergegeben habe. Der Weg, hier geht ein Weg durch, Major. Weißt du, was ich meine? Ja, ein Weg ist gut. Überall ist ein Weg. Scheiße. Auf der Höhe dieses Turms da, dieses Rauchturm, dieses... Guckt euch das mal an, das ist so sinnlos. Guck mal, ich bin genau auf dem Sniperberg. Genau auf der Spitze. Da bist du doch. Da. Ja, hinter dir rennt ein Zombie, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich kann sagen, aber meine Leiche muss doch hier sein. Okay, nee, wo ist der? Der hat deine Mosi mitgenommen, Major. Komm mal mit.
Ja, die Leichen liegen überall hier, Major, verteilt. Ja, die liegen bei jedem auch anders. Ja, irgendwie. Das deswegen, ich kann auch keine Leiche looten, keine. Von den Zombies? Ich hab ihn erwischt im Run. Deine Leiche liegt irgendwo hier. Ich hab sie gerade hier irgendwo gehabt, warte. Bei mir liegt die da ganz unten. Guck mal, den Major, kann man hier nicht looten. Den kann man nicht looten. Nee, den kann man nicht looten, ich versteh's auch nicht. Also das ist mir echt eine Rätsel. Du willst doch deine Waffe haben. Meine Leiche kann da nicht liegen, Dennis. Wie fliege ich denn 10.000 Meter weg? Der hat deine Waffe mitgenommen. Deine Waffe hier. Da schießt wer, auch deine. Da schießt wer ja heute. Ja, ja, die Stadt ist voll. Okay, hier. Gut. Nee, bei mir liegt die Leiche hier nicht. Hier liegt bei mir eine Leiche. Hier. Guck mal hier gerade. Eine Mosin, aber das bist nicht war nicht deine. Zombie? Kannst du die Mosin irgendwie rausziehen oder so? Ja, geht leider nicht. Geht gar nichts. Ich kann es nochmal probieren, aber müssen wir mal überlegen. Warte mal, muss ich bandagieren, Leute. Ich kann nichts aufnehmen irgendwie aus irgendeinem Ach du Scheiße, und schon wieder ein Zombie. Keine Ahnung, eine Bandage von euch? Doch, doch, ich hab, warte. Oh, ich bin wo bist du denn? Wo war denn die Leiche jetzt vom Major? Ich hab die doch hier. Ist sie jetzt weg? Alter. Bist du das hier? Auf so einen Weg, warte mal. Aber hast du nicht die Mosin rausgetan, meintest du? Ja. Such sie ja gerade. Meine Fresse, wie viel ich schon abbekommen hab. Und jetzt hängen wir hier wieder wie so Harrys rum. Ach, hier, Major. Guck mal hier. Komm mal den Weg hier hoch. Weg hoch. Alter, die Leichen sind weg, Major. Wer ist das denn hier mit dem Girly-Shirt? Das ist der Major, aber du bist jetzt eine Frau auf einmal. Nee, ich bin das. Hinter dir, Major. Ah, okay. Dir. Ja, der Server, das muss der Server sein. Ich konnte Curry jetzt auch nicht verbinden gerade. Du saßt aber eben noch. Hier, Major, hinter dir. Hier, so. Irgendwo den Weg runter, warte mal. Wenn ich jetzt nicht doof bin, müssen die hier liegen. Also die Leiche von dir lag hier ungefähr, würde ich behaupten. Das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt völlig doof, warte mal. Ich zitter nicht. Wie scheiße dann, ne? Wenn alles weg ist, fuck, ey. Boah, ich hätte so gute Sachen liegen hier. Lagen doch gerade. Ja, hier. Komplett Typ hier, ey, komplett ausgerüstet, aber ich kann es auch nicht. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann auch nichts nehmen. Schade, schade, schade. Okay, hab Freunde. Ich habe mich gerade hier auf den Weg gelegt und mir die Mosin. Es hilft auch nichts, dem nachzutrauen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal neue Ausrüstung, neue Waffen. Ja, wir müssen eigentlich die Typen in eine Stadt trinken. Eigentlich schon, ja. Ja, wie denn? Mit einer Axt? Nee. Ja, wenn du eine Axt hast, Walle, gerne. Wir haben, wir haben doch Waffen. Bist du das hier? Wer ist das hier? Walle, kannst du mir deine Axt leihen? Den Mosin-Typen hole ich mir mit der Axt. Ja, Major, ich komme mit dir mit. Ja, dann nehmen wir ja noch die letzte Waffe weg am besten. Super. Achso, du hast nur noch eine Axt. Ja, doch, ich habe nachher noch einen Elektroschocker. Aber lagen hier nicht noch mehr Leichen, Dennis? Du sagst sechs Leichen, oder nicht? Da ist immer noch. Guck hier nochmal ein bisschen durch. Ja, du hast eben anders aus, weil du eben weißes T-Shirt noch anhast. Ja klar, irgendwann despawnen die, ne? Logisch. Ja, ist jetzt egal. Wir können hier, wir müssen hier weg. Die sind nicht aufhebbar, also müssen wir weitere Waffen besorgen. Okay, wie viel Schuss haben wir denn, Dennis? Also ich habe 17 Schuss. Oben, komm, lass mal oben auf und der Kuppe da sammeln. Und ich habe zweimal 20 Mosin-Schuss. 24, meine ich. Hat keiner jetzt eine Mosin? Nope. Ach, die irgendeine Mosin lag hier, die kann nicht despawnen, Dennis, wenn die lag. Ja, da lag ja eine, aber die konnten wir nicht aufnehmen. Ja, den Typ kannst du nicht looten, der die hat. Dennis, hört doch mal zu, Dennis hat gesagt, er hat eine Mosin aufgenommen und auf den Boden gedroppt. Ja, genau, und das war bei diesem Berg hier. Ja, die kann doch nicht einfach so verschwinden. Aber die ist weg, die Leiche, entweder bin ich dumm und das ist nicht der richtige Berg, aber geht hier noch ein Weg hoch? Das kann eigentlich nur der Weg gewesen sein. Dann lass mal erstmal differenzieren, Dennis. Major, pass auf. Hast du den Mosin auf den Boden gelegt oder auf die Leiche wieder zurück? Ich meine, sie lag auf dem Boden. Ja, dann kann sie nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, dann kann sie nicht verschwinden normalerweise. Ja komm, dann scheiß drauf, lass uns die Typen in der Stadt holen, dann hast du eine Mosin. Okay. Ich bin gespannt, wie wir die holen wollen. Ich bin sehr gespannt. Das wird noch interessant in der nächsten Episode von Let's Play DayZ, liebe Freunde. Bis dahin. Also sorry, Leute. Ganz kurz noch eine Sache, wenn wir ein bisschen durcheinander sind und so, aber es ist alles ein bisschen chaotisch. Von allen Seiten kommen die Gegner. Nimmt es uns nicht übel. Vor allem, man muss auch zu unserer Verteidigung sagen, erstens sind wir so viele Leute, zweitens kamen auf einmal 6, 7 Leute auf einmal. Da kann man einfach nicht perfekte Absprache erwarten. Ja, und wir waren alle wieder verteilt. Das kommt noch hinzu. Aber das ist halt so. Egal, jetzt bin ich eigentlich da lebend rausgekommen, bin eigentlich happy drum. Jetzt gehen wir wieder rein, Leute. Mit der Axt bewaffnet, so schlecht wie noch nie. Wir sind super schlecht ausgerüstet, Leute. Das ist total das Höllenfahrtkommando. Aber wir werden sehen, ob es gut ausgeht. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, ciao. Ciao. Eigentlich war ich ja froh, dass wir lebend aus Elektro rausgekommen sind. Jetzt habe ich dem Curry meine Waffe gegeben und jetzt betreten wir die Stadt mit einer Axt bewaffnet bei DayZ Survival. Wird das in der nächsten Folge gut gehen oder ist das einfach nur Leichtsinn pur? Ich finde ja, das Team sollte sich sammeln und wir sollten uns erstmal irgendwie wieder konzentrieren, aber wir werden sehen, es wird bestimmt wieder zerfahren.
aber dafür auch spannend.